Wie kann man als nächstes nach dem Sieger der privaten Projekte zum Sieger der Kategorie institutionelle Projekte? Und ich darf nochmals Hannes Ammetzreiter bitten, dazu zu sprechen und den Preisträger bekannt zu geben. Wir kommen zur nächsten Kategorie, und zwar die institutionellen Projekte. Und der Gewinner hier ist bewusst Kaufen.at, das erste Webportal für nachhaltigen Konsum in Österreich. Warum dieses Projekt? Auf den ersten Blick mag Konsum ja nicht sehr viel mit der Zivilgesellschaft zu tun haben oder mit einer verantwortungsbewussten Weiterentwicklung der Gesellschaft. Auf den zweiten Blick ist aber der Kauf von Produkten, die mit nachhaltigen Methoden hergestellt wurden, auch eine Form des Engagements für die Gesellschaft und eben genau produziert diese Nachhaltigkeit, von der wir glauben, dass sie sehr wichtig ist. Das Lebensministerium hat eine unabhängige Plattform geschaffen, die so gut wie alle Bereiche des privaten Konsums abdeckt und damit einen wichtigen Beitrag zur Bewusstseinsbildung beiträgt. Das Besondere bei bewusstkaufen.at gibt es eine Reihe an Bewertungs-, Interaktion-, Kommunikationsmöglichkeiten, die Leben auf die Plattform bringen. Und hiermit gratulieren wir sehr herzlich. Ich frage mal Frau Dr. Schmohn, Barbara Schmohn vom Lebensministerium, Abteilung für nachhaltige Entwicklung und Umweltförderung zu uns bitten. So, wollen Sie ein paar Worte sagen? Das sage ich auch. Unbedingt, aber Sie auch. Ja. Gut, ich glaube, der Andrea Buhl wird dann noch ein bisschen was zum Projekt inhaltlich sagen. Vielleicht ich nur im Prinzip zum Team selber. Sie werden es mir wahrscheinlich nicht glauben, aber auch wenn man im öffentlichen Dienst arbeitet, unterliegt man durchaus ähnlichen Gesetzmäßigkeiten als Menschen, die im privaten Unternehmen tätig sind. Dort wie da braucht es einfach Menschen, die gerne und Freude am Tun haben und natürlich auch Ideen. Aber es braucht natürlich auch Rahmenbedingungen, dass man diese Menschen auch tun lässt. Und Sie werden mir zustimmen, wenn ich sage, wir brauchen alle auch immer Durchhaltevermögen, fast sportliche Kondition, wenn die Rahmenbedingungen eben schlechter werden und man sich gegen die Decke strecken muss. Aber vor allem braucht man einfach ein Team, das perfekt zusammenarbeitet. Und unser Team besteht eben aus der Andrea Buhl und der Sabine Burkhardt von der Firma Dartwort. Dann auch aus der Nicole Keitner von der Österreichischen Gesellschaft für Umwelt und Technik, die uns hier mit Rat und Tat zur Seite steht. Dann auch Menschen mit natürlich technischem Verstand und gewusst, wie was möglich ist, wie der Ingo Smeritschnik von der Firma Polymorph, das verstehen ja alle da hinten. Und natürlich auch den Florian Himmerlein und den Vincent Zlunger möchte ich erwähnen, die als Grafiker und Designer einfach so einen wunderschönen Blick fürs Schöne und Ästhetik haben, dass man einfach hinschauen musste und auch dazu wesentlich beigetragen haben, dass wir vielleicht diesen Preis bekommen haben. Herzlichen Dank, ihr seid ein wunderbares Team. Ich arbeite sehr gerne mit euch zusammen und ich hoffe, dass man das noch lange lässt. Und danke für den Preis. Das freut uns sehr. Das Team bitte nach vorne zur Bühne und von der externen Agentur Tatwort möchte ich die Frau Buhl bitten, zum Projekt Stellung zu nehmen. Ja, danke schön. Vielen Dank für den Preis. Danke, Barbara, für die lieben Worte. Wir dürfen uns hier auch noch kurz vorstellen. Das Team von Bewusst kauft Matteo und ich sage ein paar Worte dazu, damit Sie wissen, wer wir sind und was wir machen. Wie Sie schon gerade gehört haben, Bewusst kauft Matteo ist eine Initiative des Lebensministeriums. Ich gebe einen kurzen Rückblick, damit Sie wissen, wie das entstanden ist. Es hat nämlich alles schon im Jahr 2004 angefangen mit der Aktion Nachhaltige Wochen, die es seitdem jährlich 4 Wochen lang im Jahr jeweils einmal gegeben hat. Es war eine Zusammenarbeit mit dem österreichischen Handel. Die Aktion Nachhaltige Wochen ist sehr gut gelaufen. Der Start 2004 war eine Aktion, 2 Branchen, Baumärkte und Lebensmittelhandel. Wir hatten damals 10 oder 12 Partner, glaube ich, wenn ich es jetzt richtig sage. Im Jahr 2010 hat das ganz anders ausgesehen. Es waren 45 Partner aus 9 verschiedenen Branchen. Das Ganze immer noch in 4 Wochen. Da ist es schon etwas knapp geworden. Deshalb ist im Jahr 2010 die Initiative Bewusst kaufen gegründet worden, als ganzjährige Initiative mit mehreren Schwerpunktaktionen, damit nicht in 4 Wochen immer alles abgehandelt werden muss. Diese Vielfalt an Themen, diese Vielfalt an Partnern, damit mehr Platz ist für die einzelnen Schwerpunkte. Ja, 2010 nur ganz kurz, im April wurde die Website gelauncht, im Oktober ist die Produktdatenbank dazu gekommen, einzigartig in Österreich.
von einem öffentlicher Hand initiierten Projekt eine Datenbank für nachhaltige Produkte. Und seit 2010 sind wir online und es gibt tagesaktuelle Informationen, eigentlich fast tagesaktuell. Und wir begleiten die Konsumentinnen bei ihren Entscheidungen für nachhaltige Produkte. Was meinen wir, wenn wir nachhaltige Produkte sagen? Es geht um Produkte mit ökologischem und sozialem Hintergrund. Bewusst kaufen wir sie, orientiert sich dabei an den Lebenswelten, die wir alle vom Einkaufen kennen. Wir haben versucht, Produktgruppen zusammenzuschließen, die leicht wiedererkennbar sind und läuft bei uns unter den Themen zum Beispiel Essen und Trinken, Bauen, Wohnen und Einrichten, Mode und Lifestyle, Haushalt und Geräte, wo sich jeder Konsument wiederfindet und man gleich eine natürliche Orientierung hat, wenn man auf bewusst kaufen und kommt. Das Angebot, sozusagen unser Serviceangebot, ist Einkaufsratgeber, wo ganz spezielle Einkaufstipps für die Konsumentinnen verfügbar sind, eine Güterzeichendatenbank, Veranstaltungen und News natürlich zu nachhaltigen Themen und wie vorher schon kurz erwähnt, die Plattform für Produkte mit ökologischem und sozialem Hintergrund, die von Produzentinnen, aber auch vom Handel dort vorgestellt werden können. Dazu nur kurz ein Wort, es gibt keine Preise auf Bewusstkaufen.at, es gibt keine Aktionen, es dreht sich wirklich alles um diesen Hintergrund und wir wollen die Qualität dieser Produkte in den Vordergrund heben und Zertifikate und Kriterien, die erfüllt werden, damit wirklich klar ist, warum diese Produkte so gut sind und dort präsentiert werden dürfen. Ja, ein Wort zum fachlichen Hintergrund. Was gibt uns sozusagen das Recht zu sagen, was ist ein nachhaltiges Produkt und wie können wir beurteilen, was jetzt teilnehmen darf und was nicht? Es gibt für jede Produktgruppe gibt es bestimmte Leitlinien, die natürlich erfüllt werden müssen. Das Lebensministerium hat sich nicht ausgedacht, sondern orientiert sich in erster Hinsicht an internationalen Standards. Der bekannteste davon ist wahrscheinlich die EU-Bio-Verordnung, die alle Bioprodukte in Europa mittlerweile erfüllen müssen. Weniger bekannt, aber trotzdem sehr präsent, FLO, Fairtrade Labeling Organization Standards, für alle Produkte, die fair gehandelt werden. Dieser Mix aus internationalen Standards und dann natürlich auch Labels, Gütezeichen, Handelsmarken, die großteils auf den gleichen Standards beruhen, ergibt den Mix von bewusst kaufen und ergibt die Leitlinien, ergibt die Kriterien, die ein Produkt erfüllen muss, um teilnehmen zu dürfen. Natürlich wird alles auch von uns nochmal geprüft, es kommt kein Label, kein Güterzeichen, kein Produkt auf bewusst kaufen, das nicht durch unsere Hände gegangen ist, das die ÖGUT nicht abgesegnet hat, ohne dass unsere Kriterien, Leitlinien erfüllt sind. Wir schauen uns jetzt noch kurz die Seite an, das ist sozusagen der inhaltliche Kern. Einkaufsratgeber orientiert nach den 6 Lebenswelten, die ich vorher schon kurz angesprochen habe. Mittlerweile gibt es über 40 Artikel. Die Konsumentinnen, die sich für nachhaltige Produkte interessieren, können sich dort ganz detaillierte Informationen holen. Wir behandeln sozusagen bei jeder Produktgruppe jeden nachhaltigen Aspekt, der möglich ist. Es gibt aber auch bei jedem Artikel ganz spezifische Einkaufstipps. Also ich kann mich entweder genau informieren oder gleich einfach eine Liste Tipps holen. Was ist hier gut, was ist da gut, wo soll ich da hingehen, auf welche Gütezeichen muss ich achten und so weiter. Vorher schon angesprochen, Güterzeichen-Datenbank läuft bei uns unter dem Punkt Labels. Nur zur Vorinformation, es gibt mittlerweile in Österreich zurzeit rund 220 Labels, Güterzeichen und Handelsmarken, die den Kriterien von bewusstkaufen.at entsprechen, die Sie bei uns auf der Seite finden. Das sind nur die Labels und Marken, die unseren Kriterien entsprechen. Es gibt noch eine ganze Reihe mehr. Deshalb haben wir uns bemüht, eine gute Datenbank, eine transparente, übersichtliche Darstellung der Labels zu schaffen. Die Labels sind untereinander vergleichbar. Es wird genau aufgeführt, welche Kriterien erfüllt ein Label, was steckt genau dahinter, ist es eine Handelsmarke, ist es ein Verband, ist es eine Kontrollorganisation. Man kann die Labels gut untereinander vergleichen. Und wie vorher schon angesprochen wurde, in der Vorstellung unseres Projekts, wie vorher schon eben angesprochen wurde, hier kommt die Verbindung zur Öffentlichkeit dann zu tragen. Also es gibt sowohl bei den Labels als auch bei den Ratgebern und ich werde es gleich auch nachher sagen, bei der Produktdatenbank, es gibt eine Kommentarfunktion, es gibt eine Bewertungsfunktion, die User können sich einschalten, sie können Fragen stellen, sie können bewerten mit Sternen von 1 bis 5 und das verschafft diesem Ganzen sozusagen den öffentlichen Zugang. Wir sind auch per E-Mail für die User erreichbar, also alle Fragen, die zu uns gelangen über bewusstkaufen.at, wir versuchen es zumindest immer in kürzester Zeit zu beantworten, dass jeder User seine Antwort bekommt. Die Produktdatenbank für Produkte mit ökologischem und sozialem Mehrwert.
Hier können sich Händler und Produzentinnen aus Österreich bewerben, um ihre Produkte vorzustellen. Wie vorher schon angesprochen, sage ich es nochmal detaillierter, es geht ganz speziell um Produkte mit biologischem Hintergrund, um fair gehandelte Produkte, saisonale und regionale Produkte, energiesparende Produkte und umweltschonende Produkte. Sie sehen da in der Darstellung auf dem Schirm. Im Produktdetail ist wieder aufgeführt, welche Kriterien ein Produkt erfüllt. Kurze Beschreibung, es gibt Informationen zum Hersteller, es gibt Informationen zur Produktkategorie, darunter gleich den passenden Einkaufsratgeber dazu. Auf der linken Seite ist sichtbar, welche Zertifizierung, welche Marken ein Produkt trägt. Das ist die direkte Verknüpfung zur Labeldatenbank, wo dann nachgelesen werden kann, was das eigentlich heißt und welche Kriterien es eigentlich erfüllt. Darunter gibt es noch eine Bewertung von bewusstkaufen.at. Die grünen Labels, die Sie sehen, ist eine interne Bewertung. Und das Bild zeigt, finde ich, ganz schön diesen Zusammenhang, diesen geschlossenen Kreis, den Sie auch bewusst kaufen, immer wieder antreffen, dass alle Hauptelemente, alle Informations- und Service-Elemente miteinander verknüpft sind. Also es ist praktisch egal, von welchem Weg aus ich auf bewusst kaufen und hier zugreife, ob ich jetzt über einen Ratgeber komme, ob ich ein Wort gegoogelt habe, ob ich auf der Suche nach einem Produkt war. Ich habe immer die ganze Information gebündelt zusammen und kann zusätzlich noch meine Meinung dazu sagen und bewerten und kommentieren. Ja, das war sozusagen das Wichtigste. Bewusst kaufen.at. Vielen Dank, wir freuen uns sehr. Vielen Dank, meine Damen und Herren, fürs Kommen.